Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Golden Bodies Personal Training. Heute wieder einmal in meiner Küche. Und zwar mache ich mir gerade zum Mittag und habe gedacht, wieso machen wir das nicht zusammen? Weil, ihr kennt mich, ich bin sau faul, wenn es ums Kochen geht. Jetzt, was ich heute mache, ist gefüllte Peperoni. Und zwar braucht ihr dafür eine Peperoni. Dann habe ich vom Lidl den Getreidemix. Dann bräuchten wir eigentlich Käse. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich überhaupt Käse daheim habe. Also gut, wir improvisieren ein bisschen. Ich habe hier noch Käse daheim. Eigentlich habe ich gemeint, mega noch so Reibkäse. Haben wir nicht. Ich nehme jetzt hier einfach so einen Scheibenkäse. Und natürlich diverse Gewürze. Jetzt, ich fange mal schnell an und schneide meine Peperoni in die Hälfte. Und wenn ich Peperoni kaufe, achte ich mich schon immer darauf, dass nicht so verkrüppelte Peperoni sind. Einfach eben für den Fall, wenn ich gefüllte Peperoni machen will. Je grösser, desto besser, weil desto mehr Platz haben wir drin. Und achtet euch auch nicht darauf, dass es einfach wirklich aushöhlt. Ich bin auch nicht so geduldig, wenn es darum geht, um die Kerne rauszunehmen. Darum spüle ich es einfach raus. Weil ich bin heikel. Ich kann nicht gerne, wenn es hier Kerne drin hat. Einfach, dass wir das wissen. Also, dann nehmen wir unseren Getreidemix. Ich muss ehrlich gesagt sagen, da hat amigs nicht so viel drin Platz. Darum, ich mache jetzt glaube ich, mal für mich allein die Hälfte vom Sack. Und die andere Hälfte nehme ich heute Abend einfach zum Wrap machen. Das ist nämlich tipptopp. So, ich habe jetzt mal mein Schälchen so gefüllt. Schauen, dass es da keine Klümpen hat. Was ihr natürlich auch könnt machen, ist hier jetzt noch zusätzlich Gemüse rein tun. Aber wir haben ja schon eine Peperoni, darum das lange gut. Jetzt, ich tue ein bisschen Pfeffer dran, ein bisschen Kräutersalz. Ach, das hat ein bisschen nach etwas geschmeckt. Dann meine absolute Lieblingszutat. Geräucherte Paprika. Ich weiss nicht, wieso dass ich das früher nie gekannt habe. Aber seit ich es kenne, es ist das Beste im Hummus. Also ich kann es euch nur empfehlen. Plus noch ein bisschen italienische Kräuter. So, machen wir das ein bisschen durcheinander. Jetzt, wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich schon Käse in die Mischung tun. Aber das ist mir etwas kompliziert mit dem Scheibenkäse. Ich habe ein Backblech hier parat mit Backpapier. Und der Backofen heizt vor bei 220 Grad Umluft. Jetzt nehme ich meine Peperoni. Moment, wir schauen, dass ihr das nachher besser seht. Und befülle die. So gut, wie das halt eben geht. Aber ich habe schon Freude, wenn sie recht voll ist. Also so ein bisschen gut bis an den Rand hoch. Und sobald ihr das gemacht habt, tun sie mal aufs Backblech. Jetzt kommt es natürlich ein bisschen darauf an, wie eure Peperoni geformt ist. Weil entweder hebt sie sehr gut oder ihr braucht elendig viel Nerven, bis sie endlich gerade steht und nicht alles ausleert. Ich tue sie jetzt einfach mal so ein bisschen befüllen. Und den Rest noch ein bisschen drauf, wenn es da steht. Ist eigentlich auch egal, wenn es ein bisschen drüber geht. Eigentlich will man gar nicht so heikel tun. Hey, schau mal, wie schön, dass ich das abgemessen habe. Und jetzt, eben, eigentlich würde ich jetzt lieber ein bisschen Reibkäse drüber tun, aber
Ich nehme jetzt einfach den. Nimm pro Peperoni eine Scheibe. So. Falte die einmal und tue die einfach da drauf. Ja, wir müssen ein bisschen kleckern, ein bisschen klacksen, ein bisschen unkompliziert tun. Dann gibt es noch eine zweite. Und was jetzt gäbig ist an diesem Gericht, wir haben einmal Vitamine durchs Gemüse, wir haben einmal Protein durch den Käse plus unsere Kohlenhydrate durch den Quinoa-Linsenmix. Also ein gescheiteres Mittag gibt es eigentlich fast nicht. Einfach daran denken, dass ihr genug trinkt dazu. Also schaut doch, dass ihr noch Minimum ein Glas Wasser oder einen Tee oder ein bisschen Zitronenwasser dazu nehmt, dass ihr den Wasserhaushalt auch noch gefüllt habt. Und jetzt tue ich das so in den Ofen. Kommt ein bisschen darauf an, wie gross das eure Peperoni sind. Aber ich würde für 20 Minuten. Und dann zeige ich euch, wie das aussieht. So, es ist soweit, 20 Minuten sind um und ihr werdet so müssen lachen. Oh Mann! So viel zum Scheibenkäse. Wir müssen mal schnell schauen. Die ganze Scheibe ist einfach runtergefallen. Oh, aber es schmeckt so. Oh mein Gott. Es schmeckt so fein! Es gibt es jetzt zum Mittag. So. Also, wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich auch noch irgendeinen Salat dazu nehmen. Wenn ihr sonst das Gefühl habt, es ist ein bisschen zu wenig. Eben, es kommt ja auch immer ein bisschen. Hey, nein. Schaut mal. So. Es kommt ja auch immer ein bisschen darauf an, wie gross das denn die Peperoni sind. Aber, also nein, ganz ehrlich, es ist eine riesige Portion. Ich freue mich so fest. Hey, ich wünsche euch einen guten und viel Spass beim Nachmachen. Tschüss!